Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Wir haben heute mal wieder einen neuen Tabak für euch auf meinem Kanal und zwar geht es heute um einen neuen Somo. Somo hat ja alle seine Produkte rigoros aus dem Sortiment genommen zur Umstellung im Mai und gesagt, wir machen komplett neu. Also die alten Sorten wurden quasi nicht nochmal wieder auferlegt, sondern es wurden komplett neue Sorten produziert und einer davon ist der Somo Juicy Slide. Den habe ich mir jetzt hier mal geholt. Lieben Dank erstmal an die Regie, die hat den ganzen Tabak ausgesucht, unter anderem auch hier diesen neuen Somo. Juicy Slide ist ein Pfirsich-Maracuja-Mix, also trifft wunderbar meinen Geschmack mit Pfirsich und exotischen Früchten sowieso. Was ist neu am Somo? Somo war ja immer dafür da, oder war ja immer die Prämisse, dass das am besten nur im Funnel rauchbar, beziehungsweise Somo hat direkt auf Funnel produziert. Das haben sie jetzt mit den neuen Sorten geändert. Sprich, Somo sagt, man kann das Ganze jetzt auch im Mehrlochkopf rauchen, im Abo oder was weiß ich wo. Und was direkt auffällt, wenn wir hier die Dose aufmachen, der Schnitt ist komplett verändert. Somo war ja vorher ein relativ feiner Schnitt und das hat sich jetzt komplett gewandelt. Ich finde den schon wieder, ihr wisst, ich mag feinen Schnitt eigentlich sehr. Der ist schon ziemlich grob. Wir haben auch relativ viele Äste drin. Also von daher war ich schon ein bisschen enttäuscht. Nichtsdestotrotz, er lässt sich immer noch besser bauen als Aquamenta. Mit Aquamenta habe ich ja so meine Probleme. Ich zeige euch mal den Schnitt und wie ihr seht, da sind schon einige Äste drin. Es ist immer noch ein Virginia-Tabak. Wie gesagt, ziemlich grob geschnitten, Molasse absolut perfekt eingezogen, da ist nichts überschüssig. Das Ganze ist gut feucht, ja, so wie es sein soll, aber es ist jetzt keine überschüssige Molasse. Wir riechen mal hier dran. Also erstmal ist es wirklich eine Fruchtbombe. Also vom Geschmack, ich könnte mir jetzt hier eine Gabel holen und das Zeug daraus gabeln oder schon mir einen Löffel und löffelt es hier raus. Also ich könnte den wirklich essen. Riechen tut er sehr, sehr lecker. Das Ganze riecht aber, also ich kann dir jetzt nicht sagen, Vordergrund 90% Pfirsich und 10% Maracuja oder so. Es riecht, ihr kennt ja alle bestimmt, nimm zwei Bonbons, da gibt es ja einmal die gelben, die zitronischen und dann diese orangen, keine Ahnung nach was die schmecken sollen, ich glaube Orange. Auch wenn hier keine Orange drin ist, das riecht doch sehr wie die dunkleren, nimm zwei Bonbons. Preislich hat sich auch ein bisschen was getan. Somo war ja mal bei 16,90, wir sind jetzt hier bei 17,90. Ja, der 1 Euro tut jetzt nicht unbedingt weh. 17,90 ist mittlerweile ein Standardpreis. Da habe ich nicht viel zu meckern. Die Dose ist ein bisschen anders. Ist jetzt hier eine Standard-Tabakdose. Sonst waren die Somo-Dosen ja immer so leicht geschwungen. Ist jetzt eine normale, fast, würde ich sagen, also kantische Dose, wie wir sie halt kennen, gut stapelbar, ja, und eben in weiß. Kopfbau blende ich euch jetzt an der Stelle hier mal ganz schnell ein im Schnelldurchlauf. Wir bauen das Ganze im Werkbund Zeus. Oben drauf haben wir den Lotus 1 mit 3 Kohlen, das Ganze locker fluffig gebaut und dann sehen wir uns nach dem Kopfbau wieder hier zum Rauchen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Kopfbau, habt ihr gesehen, wir rauchen das Ganze heute mal wieder in der VUCA. Ich habe schon öfter den Somo jetzt geraucht, seitdem ich ihn habe. Warum und wieso, dazu komme ich. Er hat übrigens auch nochmal keine Minze, kein Menthol. Das Ganze steht jetzt seit gut 5 Minuten und ich würde sagen, wir nehmen den ersten Zug vom Somo Juicy Slide.
Ich habe davor gerade Zähne geputzt, es schmeckt's. Nichtsdestotrotz, ich kann euch trotzdem sagen, wie er ist. Erstmal Rauchentwicklung. Er ist jetzt noch nicht zu 100% da. Ich denke mal, der braucht noch ein paar Züge. Aber ich glaube, man sieht auch so schon gut, dass die Rauchentwicklung vollkommen klar geht. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Also von der Rauchentwicklung her hat sich der Sumo jetzt nicht verändert. Geschmacklich ist das Ganze wie im Geruch ein sehr, sehr schöner, ausgewogener Mix aus beiden. Der Pfirsich kommt sehr gut durch. Ich würde es allerdings als natürlichen Pfirsich beschreiben. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein künstlicher Pfirsich. Er hat so eine Grundsüße. Es ist auch eher ein sehr reifer Pfirsich. Kein weißer Pfirsich, sondern so ein gelber, orangener Pfirsich. Sehr, sehr reif vom Geschmack. Eine schöne Süße bringt er mit rein. Und bei Maracuja ist es ja so, die ist ja grundsätzlich eher leicht sauer angehaucht. Und nein, das ist jetzt nicht nur durch die Zahnpasta so, der ist auch wirklich sauer. Allerdings muss ich sagen, das Saure und das Süße von der Pfirsich und dem Maracuja harmoniert sehr gut miteinander und bringt beides so ein bisschen ins Gleichgewicht. Also es ist sehr, sehr gut ausgewogen. Ich kann jetzt nicht sagen, das eine ist mehr als das andere. Es ist wirklich eine 50-50-Mischung, auch wenn er jetzt nicht auf Pfirsich steht. Denke ich, der Tabak schmeckt euch, weil die Pfirsichnote ist jetzt nicht, wie man das vom Shisha-Tabak kennt. Also ich habe jetzt keinen Pfirsich-Tabak, mit dem ich die Pfirsichnote vergleichen könnte. Das ist schon eine sehr, 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 sehr eigene Pfirsichnote, aber lecker. Auf jeden Fall lecker. Also wie gesagt, es ist eine sehr, sehr ausgewogene Mischung aus beiden. Ungefähr 50-50, super lecker. Ist jetzt mein dritter oder vierter Kopf aus der Dose. Also den habe ich schon gut weggepelzt. Also geschmacklich taugt er mir halt wirklich komplett. Ja, ich liebe Pfirsich, ich mag so exotische Früchte im Allgemeinen sehr, sehr gerne im Tabak. Und von daher finde ich den schon sehr, sehr gut. Qualitativ würde ich da jetzt auch nicht meckern. Ich würde vielleicht was abziehen für den Schnitt und die paar Ästchen, die da drin sind. Die gefallen mir wirklich nicht gut. Es geht trotzdem zu bauen, also ist meckern auf hohem Niveau, trotzdem sehr, 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 sehr guter Tabak, der mir geschmacklich komplett taugt und von mir auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung dafür. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer lasst mir gerne ein Like da, über ein Abo würde ich mich riesig freuen und dann hoffe ich, ihr schaltet das nächste Mal ein und bis dahin macht's gut, bis zum nächsten Mal hier bei MySheesh. Thank you.